Manipulation oder Pickup-Zeugs wird zwar hier und da kurzfristig funktionieren, steht aber eigentlich immer auf tönernden Füßen und hat letzten Endes keine Chance gegen Langzeitqualität. Diese Langzeitqualität fasse ich ja in meinem 3D-System zusammen. Dicke Eier, dicke Oberarme und dickes Bankkonto. Alles teilweise im übertragenen Sinne, versteht sich. Dicke Eier beschreibt dein unerschütterliches Selbstbewusstsein. Dicke Oberarme stehen für deine allgemeine Fitness und männliche Körperform, also geringer Körperfettanteil, solide Muskelmasse, breite Schultern. Und ein dickes Bankkonto symbolisiert wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit, wobei es hier keine Grenzen nach oben gibt. Ja, und aus diesem Grund gibt's bei mir auch Finanztipps, wenn's dich stört, runter von meinem Kanal, würde ich sagen. Das Schöne ist, dass das erste D die beiden anderen Aspekte übertrumpft, also am wichtigsten von allem ist. Und genau deshalb ist es auch das, was du als erstes bei dir auf Vordermann bringen solltest, wobei es hier natürlich auch eine Wechselwirkung zwischen allem gibt. Außerdem, du tust nichts von diesen Dingen, beziehungsweise solltest nichts tun, um als Auswirkung davon Frauen abzubekommen. Weder Muskelaufbau noch Selbstbewusstsein und schon gar nicht finanzielle Unabhängigkeit. Frauen sind nicht das Ziel, sie sind die Folge und logische Konsequenz. Die Belohnung oder das Sahnehäubchen für deine Selbstbestimmung, wenn du so willst. Was du fernab von Frauen tust, muss im Vordergrund für dich stehen. Wenn Frauen bei dir im Vordergrund stehen, na, dann sieh dich halt auf Flirtkanälen um, Flirtforschung oder wie die alle heißen.